dreimal täglich Schwipsi und die Welt läuft wieder rund. Unser nächstes Thema beschäftigt sich mit den Verfassungen der Bundesländer. Der Olli hat recherchiert, was da zum Thema Gottesfurcht steht. Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass Bischof Albermissen sich geweigert hat, den staatlichen Lehrplan für, ich glaube, Sexualkunde in seinen, in Anführungsstrichen, Schulen umzusetzen. Das sind also wieder von der Öffentlichkeit finanzierte Schulen in staatlicher Trägerschaft. Und daran anschließend habe ich mir mal die verschiedenen Landesverfassungen in Deutschland angeguckt und habe so ein paar Stellen rausgesucht, die insbesondere über den Religionsunterricht gehen. Ich habe noch ganz viel mehr Stellen zu anderen Sachen gefunden, unter anderem auch dazu Trägerschaften von Krankenhäusern. Das hätte eigentlich ganz gut gepasst, aber ich glaube, ich habe sie gestrichen aus meiner Liste, weil es nämlich so unglaublich viel sind. Da gibt es, soll ich einfach vorne anfangen? Ja, mach mal, genau. Ich glaube, ich fange vorne an. Ich habe mir die Verfassung von Baden-Württemberg angeguckt. Da steht in Artikel 1 Absatz 1, der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und anderem Wohl zu entfalten. Da steht hier noch was zum Feiertagsschutz. Artikel 3, die staatlich anerkannten Feiertage werden durch das Gesetz bestimmt. Hierbei ist die christliche Überlieferung zu wahren. Und zu unserem Thema ist Artikel 12, die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zu Brüderlichkeit aller Menschen, bla bla bla, la la la, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, tralala, zu erziehen. Also hier ist in der Tat die Ehrfurcht vor Gott ein Erziehungsziel und die christliche Nächstenliebe ein Erziehungsziel von Verfassungsrang. Das ist ja erstaunlich detailliert, also erstaunlich genau formuliert. Also ich hab hier sehr viel rausgekürzt und sehr viel weggelassen. Sonst würde ich da 2 Stunden lang diese Dinge vorlesen. Das ist jetzt vielleicht nicht so zielführend. Ja, sehr gut. Es steht auch, in christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Und der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechts von deren Beauftragten, also den Beauftragten der Religionsgemeinschaften, erzielt und erteilt und beaufsichtigt. Es ist also sehr detailliert und da jetzt rauszukommen, ist, glaube ich, schwierig. Wenn Albermissen Bischof in Baden-Württemberg wäre, würde ich sagen, anhand dieser Verfassung könnte er machen, was er will in seinem. Das hört sich an wie ein Freischein, ne? Ist ein Freischein. In Bayern ist es auch ganz besonders schön, weil sie da nämlich die Hitlerwende gepult haben gleich am Anfang. Ah. Da steht in der Präambel, angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Bla bla bla, gibt sich das bayerische Volk diese Verfassung. Das heißt, hier tun sie so, als wären die Nazis Atheisten gewesen. Schreiben sie nicht ganz direkt, aber sie implizieren es. Sehr stark. Sehr clever. Mhm. Artikel 131, oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen und so weiter. Dann die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle volksschulchristlichen Kinder. In ihnen, also den Volksschulen, werden die Schüler nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. Tja, ist auch sehr konkret. Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach in allen Schulen, Berufsschulen, mittleren und höheren und Lehranstalten. Er wird erteilt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft. Die dürfen das auch kontrollieren. Das steht jetzt, dass das mit dem Religionsunterricht so organisiert ist, steht jetzt in ganz vielen Landesverfassungen. Das ist also die Kinder, die in Kirchen gehören. Ich erwähne das jetzt nicht mehr gesondert. Okay. Weil, in Berlin gibt es ein paar Kleinigkeiten, die die Trennung zwischen Religion und Regierung verstoßen, aber nur ein paar Kleinigkeiten. Ebenso in Brandenburg. In Bremen steht ein ganz interessanter Satz, in allen Schulen herrscht der Grundsatz der Duldsamkeit. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzen christliche
Kreationisten und muslimische Kreationisten in dem Biologieunterricht. Und der Richter hat auf deren weltanschauliche und religiösen Empfindungen Rücksicht zu nehmen, dann kann ich mir nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja, wie der Unterricht gleichzeitig für alle machen kann, ne? Beispiel im Thema Evolution, da muss man vielleicht einen Unterricht für Humanisten und einen Unterricht für Kreationisten machen, also Biologieunterricht. Und vielleicht auch Erdkundeunterricht, weil man natürlich nicht erwähnen darf, dass die Erde älter als 6000 Jahre ist. Ja. Ich würde sagen, Bremen, das hast du gut gemeint. Das kann nicht funktionieren. Aber musst du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Das kann nicht funktionieren. Das kann nach hinten losgehen. In Hamburg wird kein Gott erwähnt. Schön. Sehr gut, Hamburg. In Hessen hat auch was über den Religionsunterricht. Aber was ich ganz interessant fand, ist, Artikel 50 steht, da steht eine Art Trennung zwischen Staat und Kirche. Da steht, die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie der Staat, jede Einmischung in die Angelegenheiten des anderen Teils zu enthalten. Jetzt denkt man erstmal, ja, das hat ja schon mal nicht geklappt. Aber interessanterweise steht dann im Artikel 51 auch, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften können anhand näher gesetzlicher Regelungen aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten Steuern erheben. Ja. Ich glaube, damit ist dann wohl auch die Trennung zwischen Staat und Kirche, die sie sich eben ausgedacht haben, wieder zumindest teilweise aufgehoben. Ja. In Mecklenburg-Vorpommern habe ich nur einen Satz gefunden. Die soziale Tätigkeit der Kirchen, der Träger der freien Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe wird geschützt und gefördert. Und das sind die Krankenhäuser, ne? Die sozialen Tätigkeiten der Kirchen. Mhm. Das sind die Trägerschaften von Schulen, von Krankenhäusern, von Kindergärten. Altenheimen wahrscheinlich. Hier hat es also Verfassungsrang. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe es anderswo rausgestrichen. Niedersachsen, keinerlei Erwähnung eines Gottes oder einer Religionsgemeinschaft. Yay, Niedersachsen. Ja, go, Niedersachsen. Wir sollen Punkte verteilen. Ist wieder schön. Ja, das ist super. In Nordrhein-Westfalen ist die Ehrfurcht vor Gott, die Achtung vor der Würde des Menschen und die Bereitschaft zum sozialen Handeln, das ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Krass, dass das so konkret mit dem Gott da immer drin steht, ne? Weil so Würde des Menschen und so ist ja immer ziemlich cool, finde ich. Aber das steht auch in Gemeinschaftsschulen, also nicht in Bekenntnisschulen, sondern in Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher und Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. Wisst ihr was, ich verklag das Land Nordrhein-Westfalen, weil bei mir hat es nicht geklappt. Ich bin verfassungswidrig zum Atheisten erzogen worden. Hier steht auch, und das finde ich ganz interessant, weil das in meinem Kopf einen Satz von Möglichkeiten auffächert, da steht, wegen des religiösen Bekenntnisses darf im Einzelfalle keinem Kind die Aufnahme in eine öffentliche Schule verweigert werden, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist. Also der erste Teil klingt ja erstmal ganz gut, aber das, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist, klingt so, als ob das nur im Notfall so gedacht ist. Der Normalfall ist also, dass du kleine Kinder schon separierst. Du segregierst die anhand des religiösen Bekenntnisses ihrer Eltern. Das ist natürlich anders, wo wird das auch so gemacht, aber hier fand ich das nochmal ganz krass. Mhm. Es gab auch mal eine Zeit, hatten die Leute wegen ihrer Hautfarbe in entsprechende Schulen segregiert. Hier macht man das halt wegen des religiösen Bekenntnisses. Ich muss sagen, ich finde das relativ krass. Ja, ich finde das auch krass, vor allen Dingen, weil es um öffentliche Schulen geht. Also ich hätte jetzt, wenn es jetzt um Schulen ginge, die von kirchlichen Trägern irgendwie betrieben würden, okay, ich meine, selbst sie, glaube ich, müssten andere aufnehmen oder nehmen auch andere auf, aber öffentliche Schulen? Ja. Also wer würde denn da jetzt bitte abgelehnt? Tja. Ja, ich denke, wenn du möchtest dein Kind in eine katholische Schule schicken, weil die halt da ist. Ja, aber also es sind noch eine katholische Schule, es geht um, ist Schule in katholischer Trägerschaft. Ne? Also öffentlich kann auch eine solche sein. Ich dachte jetzt öffentlich, ja, wahrscheinlich schon. Dann, okay. Dann ja, aber okay. Ich finde das eigentlich nicht okay. Nein, ich meine, da steht ja nicht, dass das nicht verweigert werden darf, sondern da steht ja, das steht ja um die Ecke. Da steht, eine Schule darf die Annahme eines Kindes verweigern, wenn es irgendwo anders noch eine passendere Schule gibt. Aber ich verstehe das nicht mit der öffentlichen Schule, weil es, also die katholische, also zumindest die, auf der ich war, die katholische Schule war privat. Also die sind ja gar nicht öffentlich. Ja, wenn es eine private Schule ist, ist das halt wahrscheinlich was anderes. Das weiß ich nicht. Aber ja, wenn es öffentliche Schulen in Trägerschaft sind, die sind dann ja nicht privat. Okay, na gut. Also das Krankenhaus, von dem wir gesprochen haben, ist ja auch ein öffentliches Krankenhaus. Ja, verstehe.
Ja, die machen das auf jeden Fall so. Gut, dann habe ich hier noch einen Satz von der, aus der Verfassung von Nordrhein-Westfalen. Darüber hatten wir beim letzten Mal auch gesprochen. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage werden als Tage der Gottesverehrung, der seelischen Erhebung, der körperlichen Erholung und der Arbeitsruhe anerkannt und gesetzlich geschützt. Also ich hoffe, ihr seid seelisch erhoben und verehrt Gott. Ja, es ist heute Sonntag, also muss ich das ja als guter Staatsbürger. Rheinland-Pfalz, das steht in der Präambel, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dem Urgrund des Rechts und Schöpfer aller menschlichen Gemeinschaft, vor dem Willen beseelt, bla bla bla, gibt sich das Volk von Rheinland-Pfalz folgende Verfassung. Geil, das heißt, die erwähnen nicht nur Gott, sondern erklären auch nochmal, wer der nochmal war, der Schöpfer, ja, und der Urgrund. Ja, das haben die jetzt in einigen ja schon gemacht, ja. Die hauen es noch rein, die hauen möglichst viele Nägel noch rein. Ja, so, falls ihr das vergessen habt, wer das nochmal war, dieser Gott, das ist der Urgrund allen Seins. Hier steht auch, die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen sind christliche Gemeinschaftsschulen. Ah, hier werden also alle Schulen gerade mal für christlich erklärt. In Artikel 33 steht, die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht zu erziehen. Und in Artikel 41, weil wir haben es jetzt dreimal erwähnt, vielleicht brauchen wir es noch ein vierten Mal. Ja. Die Kirchen sind anerkannte Einrichtungen für die Wahrung und Festigung der religiösen und sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens. Also das ist echt krass. Wenn man das so durchliest, da kriegt man ja geradezu Lust, eine Initiative zu gründen, die als Ziel hat, die Landesverfassungen zu bereinigen. Ja, viel Glück. Ja, ja. Nun, wir sind schon bei S, Saarland. Artikel 26. Unterricht und Erziehung haben das Ziel, den jungen Menschen so heranzubilden, dass er seine Aufgabe in Familie und Gemeinschaft erfüllen kann. Auf der Grundlage des natürlichen und christlichen Sittengesetzes haben die Eltern das Recht, die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen. Ja. Jetzt ist die Frage, ob das muslimische Eltern zum Beispiel auch haben. Mhm. Die öffentlichen Schulen sind gemeinsame Schulen. In ihnen werden Schüler unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit bei gebührender Rücksichtsnahme auf die Empfindungen andersdenkender Schüler, gut so, ja? Mhm. Ist immer gut. Und dann geht der Satz weiter. Auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte entzogen und unterrichtet. Tja. Artikel 30. Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe. Bla, in Liebe zu Volk, Heimat, Vaterland, bla, 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 zu sittlicher Verantwortlichkeit, zu beruflicher Bewährung und freiheitlich-demokratischer Gesinnung zu erziehen. Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland auch noch. Schön. In Sachsen gibt es Kleinigkeiten, in Sachsen-Anhalt gibt es Kleinigkeiten. In Schleswig-Holstein gibt es keine Erwähnung eines Gottes. Wir erinnern uns, vor ein paar Monaten ist die Initiative, da einen Gottesbezug reinzukriegen, an einer einzelnen Stimme im Landtag gescheitert. Yay, extra Punkte für Schleswig-Holstein. Ja, sie haben ihre 2/3 mehr nicht zusammengekriegt. Ja. Ne? Es fehlte einer. Ja. In Thüringen steht lediglich, die von den Kirchen, anderen Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften unterhaltenen sozialen und karitativen Einrichtungen werden als gemeinnützig anerkannt und gefördert. Mhm. Und dann gibt es noch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Da steht auch eine ganze Menge drin über Staatskirchenrecht oder wie man das nennen soll. Ich bin offensichtlich kein Jurist, deshalb stolper ich hier so ein bisschen durch. Sonst zum Religionsunterricht selbst steht da relativ wenig, da im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, bla bla bla. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Das Kind hat das Recht also nicht. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen öffentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt und so weiter und so fort. Es steht in fast jeder Verfassung auch, das habe ich jetzt nicht erwähnt, dass die Kirchen also das Recht haben, an Hochschulen ihre Religionslehre auszubilden und theologische Ausbildung zu machen. Und es steht auch in fast jeder Hochschule, in fast jeder Verfassung drin, oder das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, habe ich jetzt auch im Einzelnen nicht vorgelesen, dass Zahlungen der Länder an die Kirchen nur aufgehoben werden können durch ein Landesgesetz. Es gibt da ja diese Staatsleistungen, die Kirchen mit irgendwelchen Enteignungen aus den französischen Revolutionskriegen begründen.
Was aber, wenn man genau hinguckt, nicht wirklich stimmt, aber es gibt halt jedes Jahr zahlen die deutschen Länder, also für diese so als Wiedergutmachung sozusagen für diese angeblichen Enteignungen von 1803 und 1804 eine halbe Milliarde Euro an die Kirchen. Und in einigen Landesverfassungen steht halt, ist halt detailliert festgenagelt, dass man die nur auflösen kann, wenn man Landesgesetz macht und in Übereinstimmung mit den Kirchen. Das Land kann also nicht sagen, das ist illegal, das ist scheiße. Wir machen das nicht mehr. Das steht in den Landesverfassungen, weil in der Weimarer Reichsverfassung steht, das geht nicht, ihr müsst das ablösen. Also seit 1919 steht in der Verfassung, dass ihr könnt diese Zahlungen nicht weitermachen, ihr müsst das ablösen. Und die Kirchen haben jetzt offensichtlich in den einzelnen, gilt auch fürs Grundgesetz, die haben da so einen komischen doppelte Verpointerung eingesetzt. Das Grundgesetz, da steht halt drin, die Artikel, ich weiß nicht mehr welches sind, 139, 140 der Weimarer Rechtsverfassung bestehen fort. Mhm. Ich habe es also selbst nicht reingeschrieben, sondern doppelt verpointert. Und es sieht jetzt so aus, als hätten die Kirchen damals Ende der 40er Jahre in diese Landesverfassung möglichst viele Haken und Ösen reingeschraubt, damit diese Zahlungen fortbestehen. Und wenn ich das richtig sehe, hat auch noch kein einziger Landtag beschlossen, dass sie das nicht mehr machen wollen. Das ist ja auch gar nicht so leicht, weil da ja, wenn ich es richtig verstehe, drinsteht auch nur mit Zustimmung der Kirchen selber. Und die werden ja wohl kaum Ja sagen dann, ne? Wenn man denen vorschlägt, ihre Zahlungen einzustellen. Ja, in den letzten Jahren ist die evangelische Kirche immer mal wieder zu Verhandlungen für eine Ablösung bereit. Ah. Aber da natürlich, weil sie merken, dass das jetzt ein Thema ist, aber da das natürlich schon x-fach überbezahlt wurde, insbesondere wenn es damals überhaupt keine Enteignung gab, sondern eine politische Neugliederung des Deutschen Reiches, weil wir müssen da nicht im Detail darauf eingehen, was die damals halt gemacht haben, ist, die haben die Reichslehen der Fürstbischöfe eingezogen und die dann neu vergeben. Und wollten den Fürstbischöfen aber eine Rente sichern. Die Fürstbischöfe waren ja meist jüngere Brüder von Adeligen, von Reichsadeligen. Und jetzt wollte man die nicht ohne Hosen dastehen lassen. Und deshalb sollen die eine Rente bekommen. Jetzt ist der letzte Fürstbischof, der da betroffen war, wenn das 1803, 1804 war, schon vor einer ganzen Weile gestorben. Trotzdem zahlen die Länder weiter. Mittlerweile ist es jedes Jahr, da hat Carsten Frerk hat sich da auch sehr verdient darum gemacht, das mal zu analysieren. Und mittlerweile ist es jedes Jahr eine halbe Milliarde extra, einfach so geschenkt. Für verstorbene Adelige, und der Adel wurde ja auch abgeschafft, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, das ist echt skandalös. Also wenn man das alles so liest, was du jetzt vorgetragen hast, dann glaubt man ja, wir wohnen in einem Gottesstaat. Und die Leute haben doch jetzt von der AfD immer Angst, dass wir zu einem Gottesstaat werden. Aber wir sind ja schon längst einer. Kirche ist Kirchenrepublik Deutschland, ne? Ja. Oliver, du siehst so gut aus heute. Wie Brad Pitt, nur irgendwie besser. Wie machst du das bloß? Ich trinke Perlo.